Wusstet ihr schon, es gibt Wüstenboden und Scheißwüstenboden, wo kaum eine Sau durchkommt? Außer sie ist Magier oder beritten bei Let's Play Fire Emblem 8 The Sacred Stones. So, wen du triffst. Haha, er trifft nicht. Dafür treffe ich umso mehr, entkleide ihn, während er stirbt. Und habe einen neuen Lederfetzen, um mein Auto zu ledern. So, wir retten die Eiriko und fliegen jetzt langsam mal in die Richtung hier. Ich habe schon mal ein bisschen nachgeguckt. Wie klappt es denn mit dem Draufhauen? Naja, gut, die Trefferwahrscheinlichkeiten sind okay, aber der Schaden ist nicht okay. Und selbst mit dem Schnitter kriege ich ihn nicht geschnitten. Also so wirklich. Und beim Crit mache ich dann 3 Schaden mit einem Hieb. 3! Wo es ein bisschen besser aussieht, ist der Gerig, der trifft noch besser, aber der macht nicht so wirklich viel Schaden, leider. Der hier wird mit 2 Hieben weggemonzelt und... Urk, ich will es nicht wagen, mit ihr daran zu laufen. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Was wir machen, wir holen erstmal die Marisa voll, damit es mal wieder Erfahrungspunkte gibt. Und jetzt ist die Magiephase an... Was heißt Magiephase? Ich hoffe, dass ich irgendwie mit den beiden da was machen kann. Oder mit Arika. Ja, mit Arika. Genau. Sind wir heute wieder lustig. Meine Güte, halt die Klappe, Bernd. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, ob der Flux reicht aus. Aber der Flux geht mir so langsam aus. Ich hätte mir vielleicht doch eine Einheit mehr kaufen sollen. Moment mal. Wir haben da oben ein Magiewerkstattzeugs gedöns. Vielleicht reicht es ja. Aber zum Glück haben wir noch Luna. Schrali, schralali, ni. Okay. So, den haben wir eigentlich schon ganz gut zusammengeflickt. Aber... gerade was gucken. Die Naimi. Die lassen mir noch eine Runde da drauf stehen. Die soll richtig gut voll geknackt sein. Oder sonst, ja, ich habe jetzt hier nebenan... Wie sagt der Looney Cloud, vielen Dank, sagte mir was zu der Beschaffenheit der 2 verschiedenen Bodenteils hier für die Wüste. Die, der aussieht wie so ein schöner alter Käse. Das kann man wohl normal drüber laufen. Und hier diese Bodenwelle, eine Aula-Welle. Yay! Kann man nicht so gut drüber dingsen, bumsen. Gut. Lassen wir das mal. Hoffen wir, dass keine Verstärkung irgendwo irgendwie noch auftaucht, dass wir es jetzt überstanden haben. Der Naimi geht's wieder gut. Natürlich, wir müssen gerade mal gucken. Die komischen Sandalen, die ist, glaube ich, hier, die müsste es, glaube ich, hier irgendwo geben. Die haben wir, glaube ich, schon ausgebuddelt. Hier gibt es dieses Würmentöter-Schwert. Aber hier gibt es irgendwie noch einen Bogen. Moment. Ja, genau, hier gibt es den Bogen. Ich glaube, mit dem jetzt mal hier hin. Aber ich finde den Bogen nicht. Dann können wir mit denen auch mal hier langlaufen, um den Bogen zu finden. Weil das ist ja irgendwie vom Glück abhängig, dass wir den Bogen finden. Den Bogen irgendwann raus haben. So, die laufen dann jetzt erstmal da die ganze Zeit hin und her. So, der Ephraim ist mehr oder weniger schon Level 19. Das heißt, wir halten uns mit dir mal ein kleines bisschen zurück. Und du konntest bis nach da laufen. Das ist, glaube ich, ähnlich. Das heißt, wenn ich mich da hinstelle, sind die beiden nur mehr oder weniger schwer nah dran. Dann gucken wir mal. Da kommen wir aber noch nicht mit der Naimi dahin. Was ein bisschen schade ist. Mir gerade so wenigstens der Hals ein bisschen weh tut. Wir setzen diese hier mal ein bisschen ab. Das ist okay. Dann kann man mal gucken, ob man da drauf feuern kann. Also das wäre... Na. Dies machen wir nicht. Der hat ein S mit Axt. Ich wusste nicht, dass man sogar auf S hochkommen könnte. Also, er hat einen Tomahawk, er hat eine Silberaxt. Wenn ich ihn dazu irgendwann bringen könnte, dieses Tomahawk irgendwie auszuschalten oder er es nicht mehr einsetzt, dann wären wir davon fein ab, möchte ich mal sagen. Aber so können wir der noch mal kurz eine Heilung reinquetschen und sonst die Versammlung langsam mal anfangen, hier aufzulösen. Oh ja, das gefällt mir. Ist immerhin besser als das... Nee, Moment, falsch. Aufzulösen. Hier oben gibt es noch einen Warp-Antrieb, wird mir gesagt, und hier unten noch irgendein anderer Kram. Badamba. Dann geh du mal nach anderem Kram suchen. Moment, bei dir könnte ich mal gucken, bei der Hacke. Er wird zwar überleben, aber es lohnt sich nicht, my darling. Oh no, die Hauer, die ist ganz und gar nicht gut für dich. Was, der betrifft jetzt einmal mit Feuer? Nicht, aber der eine Treffer reicht auch schon aus. Mit Donner wäre ich auch im Arsch. Ja, dann bleibt mir quasi, glaube ich, nicht viel übrig, außer... Gierig einzusetzen. Ja, das scheint mir... Ephraim hier oben ist Donnerstag. Moment, heute ist Donnerstag. Nächste Woche! Da wären wir... Moment, er würde...
Stahlschwert 8. Eisenschwert Eisenschwert. Ja, da greifen wir eben mal mit der Eisenschwert an. Du bist nur eine Stufe. Auf meinem Weg nach oben. Nimm es nicht persönlich. Nimm du es nicht persönlich, Harr, Harr. Und wir weichen ganz geschwind und geliebt aus. Und wenn wir jetzt noch schaffen, dann noch ein paar Level-Ups mitzunehmen, dann ist der Gegner auch relativ leicht. Leicht durch. So, stell du dich einfach mal dahin. Gut. Das bedeutet, wir haben unsere... Moment, hier unten war nichts. Okay. Ja, dann machen wir mal weiter. Und schau mal... Ah ja, der heilt sich jetzt erstmal. Hoho, das bringt gar nichts, dass du mich haust. Außer, dass Zeit verschwendet ist. Oh, unten? Gibt's eine Nachricht von unten? Er trifft auch noch. Ist deine Trefferwahrscheinlichkeit jetzt höher? 38? War die eben nicht 33? 33? War die eben nicht 33? Kannst du... Moment, das müssen wir jetzt irgendwie geschickt, gefickt einschädeln. Moment mal. Hat er die Waffe gewechselt? Er hat die Silberaxt eingesetzt. Das heißt doch, ich könnte jetzt sogar hier in den Nahkampf übergehen. Ich könnte noch mit der Arika mal gucken, ob die hier mit dem Rap... Sie würde direkt den tödlichen Treffer abkassieren, würde sie einen Schlag abkriegen. Nein, höchstens für den Kill. Ich muss gerade was überlegen. Mal gucken, kannst du... Du kannst sie retten. Gut. Und wie viel Schaden würdest du kriegen, wenn du jetzt nochmal drauf haust? Mit dem Stahlschwert diesmal, auch 38. 18, das überleben wir so gerade eben, möchte ich glaube ich sagen. Damit der Schaden dann auch mal hängen bleibt. Haha! Müssen wir an ihm hängen bleiben? Oh, jetzt bitte gute Ausweichwerte. Gute Ausweichwerte, Spiel. Gute Ausweichwerte. Das sind keine guten Ausweichwerte. Oder Glück könnt... Oh, cool, ich krieg den Teleport. Haha! Und bei euch, Jungs? Hier gibt's Scheiße, Sir! Weg mit dem Scheiß. Was bringt das? Kann irgendein Charakter teleportieren. So, jetzt heilen wir den Gierig. Dafür kriegen wir auch wieder Erfahrungspunkte. Gut, der ist voll geworden. Aber der Typ würde jetzt wahrscheinlich wieder auf seinen Tomahawk umstellen. Deswegen gehe ich mal hin und rette sie. Und du stellst dich da woanders hin, sonst rette ich nur irgendwann mal dich versehentlich. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Hier, gehen wir mit der mal lang. Okay, da finden wir nichts. Und jetzt fliege ich mit der mal hier hin. Und wir finden auch noch nichts. Schade, schade, schade. So, die Suchenden hier. Nach dem Tötungsboden. Gehst mal nach hier? Findest nichts. Okay. Ich versuche es gerade ein bisschen zu ergründen. Von wo bis wo das denn geht? 3 bis 2. Hier nach unten. Ich glaube, hier nur einen nach unten wird. Müsste es gehen. Und dann kann ich mal nach hier gehen. Und immer noch nichts finden. Oder habe ich den schon gefunden? Naja, was soll's. Da, die hier lockt jetzt den Vogel an und kann direkt zurückballern. Das gefällt mir. Moment. Nein. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Sauerei, das kann ich nicht. So kann ich nicht. Doch, ich kann. Ich kann retten. Warum kann ich das denn hier nicht? Ach doch, jetzt geht's. Warum auch? Immer nicht früher. So, er hat sein komisches Zeug. Wenn ich jetzt also hingehe und sage. Moment, Elfenlicht, Donner oder Feuer. Moment, Elfenlicht war auf 64 und Feuer war auf 69. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich probiere es jetzt mal mit einem schönen Treffer vom Feuer, ja? Doch sie würde ja durch den Tomahawk krepieren. Wie machen wir das jetzt? Wir gehen hin und retten auch sie. Yay! Yeah! Jeder hat eine Aufgabe da oben. Ja, ich habe mir so eine Strategie im Vorfeld mal überlegt in der Runde, als ich mal bedingungslos zugucken konnte, was denn mit den Werten so passiert. So, der... Wie viel? 9 Punkte? 9 Punkte heilt er sich? Oh. Oh, der hat jetzt sogar Trefferchancen. Und wenn er trifft, wird das... Verdammt! Übel! So, warum immer zu diesen... Yay! Ich sollte langsam mal nachgucken, ob er irgendwann mal aus... Ob ihm einmal mal... Irgendwann mal die Ladung ausgeht. Was zum... Wieso trifft er jetzt mit 44er? Entschuldigung. Ich kann mal einfach keine Zahlen aussprechen. 47%iger Trefferwahrscheinlichkeit. Stahlbogen gegen Stahlbogen. Pferdchen gegen pinke Haube. Und jetzt besserem Level... Schlechterem Level-Up. Ja, das Einzige, was schlechter wäre, ist, dass sie schlechter wird. Wie in Final Fantasy 4 ab Level 70. Wenn die Werte eine Möglichkeit haben, schlecht zu werden. Warum auch immer sie das eingefügt haben. Wo es randomized wurde. So, wir setzen sie nach da unten. Also ich frage... Warum ist denn der jetzt so gut dabei? Verstehe es nicht. Hat die Silberaxt... Liegt das an der Silberaxt? Ist sie so viel besser als... Das andere? Kannst du den töten? Nein.
Hast du nicht. So, wir gehen aber nach unten. Wir kriegen das schweigende Dilemma. Ha! Nicht das schweigende Dilemma. So, wir bewegen uns. Wir können den da mitnehmen, oder ist das denn... Wer war das? Das ist der Noll. Okay. Dann machen wir uns auf die Suche nach einem anderen Gegenstand und nehmen den Noll einfach mal mit, einfach weil das geht. Und du gehst Richtung Süden, weil du hier oben nichts verloren hast. Ja, ich lasse ihn jetzt erstmal auf Standby, weil meine Heilerin ist ebenfalls noch auf Standby. Und wenn beides auf Standby ist und er mit Anschlag 20 Schaden verursachen kann... Das machen wir nicht. So, jetzt hätte ich beinahe vergessen, dass die hier ja noch irgendwas darf. Moment. Du darfst Vitamine und töten. Morgoder. Sehr, sehr gut. Wow, doch sehr, sehr guter. So, was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. So, sie bleibt... Oh, der Typ kommt nicht, warum auch immer. Der hat, obwohl er eine Silberlanze hat und sie niederstrecken könnte. Die können wir auch noch nicht... Moment, du bist der Typ, der das ganze Zeug macht. Wir könnten einen Leitstern kriegen für Magieanwender und Troubadoure. Ab Level 10. Brauche ich so... Ich habe zwei Stück. Brauche ich davon noch einen? Ich weiß es... Ach so, ja, Magieanwender. Davon habe ich eigentlich genug. Aber ich habe niemanden mehr in meinem Rooster, der das Zeug klauen kann. Das ist das Problem. Leider. Oder kann ein Assassine noch klauen? Das weiß ich nicht. Ich könnte das ausprobieren irgendwann mal. So, du gehst zu der hier und ihr rennt ein bisschen hin und her, um das Ding auszugraben. Moment, du gehst jetzt auch mal nach oben und versuchst das auszugraben. Es kann ja nicht mehr die Wahrheit sein, dass die das nicht kriegen. So, okay, fertig, hoffe ich zumindest. Und jetzt geht es wieder los. Der macht sich wieder die Hucke voll. Da unten? Ach so, Moment. Ah, okay, jetzt kann er nichts mehr machen, weil der Dings neben ihr steht. Gell? Genau. Jetzt habe ich aber nicht mehr geguckt, wie oft er das nur einsetzen kann. Aber es ist mir doch völlig egal. Der kann eh nicht treffen. Ich habe eh meine besten Ausweichkünstler nebeneinander stehen. Als wenn mir das irgendein Problem machen würde. Das macht mir ja viel mehr Probleme. Ja, aber wenigstens treffen wir nochmal. Und wenn die Lute... Moment. Dambi-dambi-dambi-dam. Probieren wir es einfach aus. Elfenlicht? Würde ihn umbringen. Machen wir es deswegen mal? Probieren wir es? Scheißdreck! Natürlich funktioniert es dann nicht, wenn wir es brauchen. Und es, das Ganze hier retten, hier hinkriegen können. So, fliegen wir mal in die Richtung weiter, okay? Du, nein, gehst in die Richtung weiter, da kommt man besser zu Fuß unterwegs, voran. Du kannst hier hoffentlich voll heilen. Bitte heile voll, bitte heile voll, dankeschön. Und greifen wir an? Nein, tun wir nicht. Zur Not können wir mit ihm nochmal weglaufen. Oder, Moment, ich benutze nochmal Eisenschwert. Eisenschwert bringt irgendwie gar nichts dagegen. Wenn er jetzt noch zwei Lebenspunkte mehr hätte, dann könnte ich es zumindest riskieren. Moment, nee, wir benutzen... Nein, wir machen jetzt gar nichts, wir benutzen jetzt einfach nur mal... Nee, Eisenschwert hat ausgerüstet, das erhöht unsere Chancen ganz gut. Fertig, aus und vorbei. So, hier hatten wir das Zeug gerade, oder? Gut, dann gehen wir mit ihr mal weiter Richtung Süden, weil es hier noch irgendwas gibt. Und ihr tretet hier mal wieder... weiter schön rum. Zu viert. Und wenn das langsam nicht da rauskommt, da weiß ich auch nicht mehr, was ich denn da noch machen soll. Ey. So, ich muss gerade noch mal gucken. Der hat noch zwei Anwendungen. Noch zwei? Wahnsinn. Ich muss gerade mal gucken, bis wo die hier rumfliegen können, wenn sie wollen. Okay. Okay, wir riskieren das einfach mal. Wir stellen die Naimi hier drauf und den stellen wir hier drauf. Und dann sollte das mit den Ausweichchancen eigentlich richtig gut funktionieren, hoffe ich zumindest. So, ja, da oben sind wir immer noch unserem Schicksal mehr oder weniger ausgeliefert. Und jede Runde dieser fucking Heilung von 9 Punkten sind es, glaube ich. Ah, da kommen sie, da kommen sie. 22 Punkte Trefferwahrscheinlichkeit reichen dann leider doch aus. Penner. Also wenn mir das jetzt einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, ich wusste wenigstens. Wenigstens das funktioniert jetzt nochmal. Und da kommen sie noch mehr und noch häufiger. Da kommt der Silberlanzenmann, aber sie duckt sich einfach. Müsste ihre Ebene nicht eigentlich höher gelegen sein als das, was man denn da sieht eigentlich? Ach ja, komm schon, pulverisiere dich aus. Deine Vorgänger waren wenigstens so gescheit, die haben es da sein gelassen, wenn sie gemerkt haben, sie treffen nicht. Und haben sich ihre Scheißladung aufgespart. Und deswegen hatte ich Probleme. Aber hier habe ich keine Probleme. Außer mit dem Typen da, der jetzt zum Glück nicht so ganz trifft. Hahaha, das gibt wieder Punkte. Und für mich weniger Einsätze. Oh. Was zum Teufel, ey! Diese winzigen Trefferwahrscheinlichkeiten und sie treffen trotzdem. Scheißdreck. Jetzt muss ich hoffen, dass ich genug hier von dem Scheiß irgendwie heile. Und genug von den Typen da wegmanzel. In der nächsten Runde. Hoffentlich geht das. Okay.
Dann, wir setzen ab die hier. Wir gehen zurück und setzen ab die hier. Ich habe immer noch das Problem, dass ich auf Standby mich stellen muss, weil ansonsten komme ich da nicht weiter. Er würde mich mit zwei... Ich kann einfach nur hoffen, Moment, dass ich entweder über die Zeit seine Anwendung der Silberaxt völlig weghaue, oder aber... Ups, habe ich jetzt gemacht. Egal. Oder aber, dass ich irgendwann mal mit Lute nochmal treffe und so ein Krams halt mache, der Fortschritt bringt. Egal. So, wir gehen jetzt nach oben. Hier gibt es nämlich auch noch tolle Sachen zu finden. Deswegen setzen wir den Knaben hier ab. So, hier oben, irgendwie so hier in dem Bereich, gibt es eine Silberkarte zu finden. Vermute, dass ich weiß, was sie kann, aber ich weiß nicht, was sie kann. Moment, weiß ich, was du kannst? Kannst du ihn... Nicht ganz. Du könntest den da oben aber wirklich wegschnetzelinen. Ist die Frage, wenn ich nochmal so viel Pech habe? Jetzt kommt schon wieder ein zweites der Crit, ich glaube es nicht! Obwohl, ich krieg jetzt mal ein Level ab. Was haben wir jetzt? Level 17? Na, Level 18 schon. Und sie kann jetzt wieder besser ausweichen, glaube ich. Das könnte auch ein bisschen notwendig sein. Jetzt ist die Frage, ob ich den hier stehen lasse oder die hier drumherum lasse. Der kann nur eine Stahllanze. Der kommt da nicht hin, oder? Moment. Der könnte da... Doch, der könnte da hinkommen. Ja, ich hoffe, das wird was hier, dass sie nicht getroffen wird. Ich meine, ich könnte jetzt noch einen wegschnetzeln, aber dann... Verliere ich dann den Boost oder verliere ich den Boost dann nicht? Das wäre jetzt interessant. Ich werde mal Spekulatius walten lassen. Stahllanze, Silberlanze. Ich glaube, der Silberlanzenmann ist somit der gefährlichste, was den Schaden anbelangt. Und ich würde ihn mit weniger... Moment, dann nehme ich mal vielleicht lieber den da. Nein, dann kriege ich noch nicht mal platt. Scheißdreck. Ja, dann spekuliere ich drauf, dass ich das irgendwie dann mit diesem Fernboost irgendwie hinkriege. Ja, probieren wir das mal. Ja, natürlich, das trifft nicht. Der trifft dann doch nicht, Gott sei Dank. Aber der trifft. Gut, mal sehen, ob ich mit einem der Suchenden jetzt noch an den Typen rankomme, um den... Moment mal. Die werden... Moment, die könnten glatt an meine Suchenden ranlaufen, wenn sie das wollen würden. Stell mich mal da lang, du findest nichts. Dann stell du dich da mal hin, du findest auch nichts. Den Bogen muss ich dann schon gefunden haben, oder? Mit irgendjemandem. Ansonsten kommt mir das gerade ein bisschen spanisch vor, dass ich da nur nichts raushole. Egal, so, da oben. Hatten wir mehr oder weniger schon alles erledigt. Okay, das, ich glaube, Moment, oder? Nein, da hatten wir auch schon. Gut, ja, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so gliedert. Ob Naimi das Ganze überlebt oder nicht überlebt, der auf jeden Fall überlebt jetzt schon lange Zeit. Meine 19%, ja klar kann man da treffen, aber... Ich meine, ich treffe auch schon mit 64%iger Wahrscheinlichkeit schon lange genug nicht, ne? Das muss man dann auch mal berücksichtigen. Okay, der kommt jetzt auch noch angeschissen. Piu, aber ich komme da jetzt langsam nicht mehr raus, das ist das Problem. Bin mal gespannt, was der Lanzenfuzzi da macht. Okay, der muss Korn dann wirklich mal weghauen. Damit sie mich nicht weghaut. Gut. Scheinbar wirken die Boni dann doch noch irgendwie. Ah, jetzt muss der nochmal kommen. Der hat auch noch nicht ausgetobt. Ich fände es geil, wenn ich mal so ein Teil klauen könnte. Aber nein. Hab schon gedacht, das trifft. Aber wie? Geht nicht. Seit denn, die haben irgendwelche Nachkommastellen nicht beachtet. Wer du triffst? Haha, sehr gut. Er trifft. Dafür im Gegenzug sehr gut. So, vielleicht können wir ihm jetzt den... Gar ausmachen. Was kommt jetzt schon? Ach so, stimmt, die wichtige Heilung. Ganz wichtig, ganz wichtig. So. Mit... Ja, das reicht. Ja, das, wenn er trifft, dann reicht das. Ich hoffe, er trifft. Triff, gefällig. Nein! Meine Güte, wie soll ich den jemals tot kriegen, wenn das nie geht, ey? Ach so, der ist noch nicht tot. Ja, kein Wunder. Ich mach's wieder mit Elfenlicht. So, komm schon. Das muss gehen. Was? Nein, das wieso nicht, ey? Ich fasse es nicht. Ich krieg diesen scheiß Typen nicht tot, weil ich trotz guter Wahrscheinlichkeiten ihn einfach nicht treffen kann. Scheiß Spiel. Fuck you, Spiel. So, wir gehen mit dir weiter da lang. Du gehst einfach mal da lang. Ihr lauft hoch und runter, weil euch das sehr viel Spaß macht. Wir kriegen trotzdem nichts. Ja. Ha. So. Der Angriff, dieses Mal hoffentlich endgültig. Komm schon, jawohl, Papa! Ausgezeichnet. Jetzt können wir mit der da rauslaufen und noch was abballern. Ja, was abballern.
Moment, wer ist ein Arschiger? Du bist ein Arschiger? Du bist auch ein Arschiger? Okay, sie sind alle nicht so arschig. Aber er könnte Fernkampf-Attitüden an den Tag legen. Okay. Das würde Stahlbogen... Ja, Stahlbogen mit einem Treffer. Wunderbar. Haut's gut, weggeholzt. Ist die Frage, ohne die schönen... Da komme ich jetzt aber nicht hin. Komme ich mit dir da hin? Nein. Oder hast du Fernkämpfe-Möglichkeiten? Ich habe das Gefühl, die könnten jetzt meine Typen da auseinandernehmen. Ich stelle einfach... Ja, die kommen da so oder so hin, gell? Dann... Moment mal. Kommst du da... Ja, du kommst dort. Ich umstelle jetzt sie mal ein bisschen, damit sie nicht alle gleichzeitig an sie rankommen. Das könnte nämlich sehr... unmöglich werden. Ich muss gerade mal gucken. Die kommen nicht an die beiden da oben ran. Das ist schon mal ein Vorteil. Und... Ja. Ich krieg das Zeug da einfach nicht raus. Keine Ahnung, keine Ahnung. Tut mir leid. Okay, ja, der kann sich dann wieder mal einen ordentlichen Schlag vollhalten. Ja, das kann sich nur um Jahre handeln, weil mir das scheiß Ausbuddeleien, der hält sich an dort voll und meinen Typen einfach nicht treffen. Danke, Spiel. Du triffst auch nicht. Okay, damit ist die große Gefahr, möchte ich mal sagen, schon ein kleines bisschen weg, wenn er jetzt auferfehlt. Sehr gut. Vielleicht überschätze ich auch meinen Mr. Colm auch ein bisschen. Mal gut, er hat jetzt sein erstes Klassen-Upgrade hinter sich gebracht. Das ist natürlich sehr fein. Vielleicht ich doch ein paar Leute mehr. Aber die sterben doch alle, wenn sie getroffen werden da oben. Ja, danke schön. Wenigstens triffst du nochmal. Okay. Aha, wunderbar. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich es wirklich jetzt auf Risiko mache. Da oben, damit ich endlich mal... Obwohl, das bringt, glaube ich, jetzt noch nichts, das auf Risiko zu machen, weil die Lute ist hier drin. Ist das zum Kotzen? Aber ich weiß auch nicht, wenn ich das sonst als Einheit noch ranstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, der Gilg ist der Einzige, der irgendwie mal einen Treffer aushält. Und ansonsten war's das. Der hat sich ja noch einen voll und das war's. Okay. Versuchen wir mit deren Krams da auszubuddeln. So, ihr rennt jetzt wieder runter. Und kriegt gar nichts. Ja, du rennst jetzt auch mal hier runter. Du rennst wieder hier hoch. Du rennst hier runter. Ja, können wir machen. Also, das Ding muss ich haben. Also, das macht doch keinen Sinn. Ich mache jetzt aber mal hier... Was, mit dem Stahlbogen kriege ich den nicht mal abgeschossen? Okay, dann können wir auch hier den leichten Eisenbogen nehmen, um ihn wegzuhalten. Dann muss das ja wahnsinnig viele Erfahrungspunkte geben, nicht wahr, Spiel? Warum nicht? Warum gibt das nicht wahnsinnig viele Erfahrungspunkte, Scheißspiel? Okay, dann werden wir... Colmy nochmal? Diese wahnsinnige hohe... Nee, was war... Ach so, das waren die Lebenspunkte, diese 1%, die ich für 1% hielt. Ja, was soll's, okay. Gucken wir mal, was er jetzt so dazu kriegt. Ja. Und dann ist er auch noch hier unten, wunderbar, um mal das Klauen zu üben. Okay, die Pflege kriegen wir dann noch irgendwann. Also, ob er das Ding klauen kann, das meine ich. So, hier oben sind wir auffällig. Sind jetzt schnelle Runden, möchte ich mal sagen. Und er ist jetzt fast wieder voll geheilt. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch übrig, dass... Obwohl, wenn er diesen scheiß Tomahawk benutzen kann... Natürlich trifft er jetzt auch jedes Mal. Dann bleibt mir jetzt auch nichts mehr anderes übrig, als mit dir wegzulaufen. Ja, ich kann ihn nur ausbluten, dass er irgendwann seine Waffe verliert. Was anderes geht nicht. Ja, dann gehen wir zwei hier runter. Setzen wir die ab. Dann können wir hier nochmal Elfenlöch. Ja, machen wir einfach mal. Vielleicht treffen wir ja mal wieder. Wow, wir treffen mal wieder. Unglaublich. Das bringt mir nur nicht viel. Ach, Kacke. So, hoffentlich wird er jetzt einfach nur seinen Hintern dann nicht wegbewegen. Und wir looten nix. Mit denen laufe ich jetzt so lange hier rum, bis ich entweder was habe oder die Mission zu Ende ist. Mehr mache ich dann nicht. Super, Bushi, super! Ja, Wunder! Endlich kommt der Meisterbogen ans Tageslicht! Ich weiß aber nicht, wie ich es besser machen kann. Ich meine, ich könnte jetzt jede Einheit, die ich auf dem Feld habe, darüber schiffen und hoffen, dass das geht. Also, dass ich irgendjemanden habe, der das kann. Aber ich wüsste nicht, wie und womit und woher und wohin genau. Elfenlicht? Und versuchen zu treffen, ne? Obwohl, nein, scheiße, wenn Luther das mitnehmen soll...
Mein Gott, wenn Luther das mitnehmen soll, musst du den Kill machen. Und du kannst den Kill nicht machen, oder? Ich meine, ich könnte es riskieren, ja, aber... Wenn sie getroffen wird, ist sie... Ich guck nicht hin, die willst du hinter mir haben. Ja, vorbei! Es ist vorbei! 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 Erika hat gewonnen! Verdammt! Nur ein wenig mehr und die Krone wäre mein gewesen. Ah, naja, ich suche ja momentan die Krone des versunkenen Königs. Diese wird mein sein. Deine brauche ich nicht. Ja! Oh, cool, wir kriegen das Ding tatsächlich. Moment, das war gegen kritische Treffer, oder? Dann müsste ich mal rausfinden, wer anfällig gegen kritische Treffer ist. Buah. So, finde es. Scheiße. So, dann hier oben. Findet es. Nicht? Falk! Wir werden Ausdauer beweisen müssen, Leute. Okay, jetzt müssen wir langsam nach hier unten vordringen. Wow, du kannst wieder zwei Schritte laufen. Ich bin stolz auf dich. Und so, du gehst auf das Gras. Und du gehst noch nicht darauf, weil du es nicht kannst. Oh, scheiße, ich hätte Ephraim da wegstellen sollen. Okay, schauen wir mal, ob wir das Ding klauen können. Nein, können wir nicht. Da ist ein Axtomatenmann. Und mein einziger Schwertmann ist der da. Wie weit kann der laufen? Bis da vorne. Was hat er? Eine Teufelsachs. Könnte Anwender verletzen. Warum trägt man sowas? Ja, dann schick ich den mal hier ins Feld. Oder können... sonst greift ja noch Naimi an hier. Das will ich ja eigentlich auch nicht. Aber die braucht noch die Erfahrungspünktchen, gell? Dann ist der Leitstern jetzt eben unwiederbringlich weg. Wow! Pflonk! Da wird sogar die Kutte in Fetzen gerissen. Und... Moment, dann stellen wir dich jetzt noch hier hin und der kommt schon wieder an dich ran. Dünell kommt da nicht hin, du auch nicht. Okay, dann lassen wir das. Dann, Mr. Dünell, wir bewegen uns jetzt langsam mal in andere Richtung, um noch was anderes auszugraben. Und du... In die Falterrichtung, Gott. Also nicht in die falsche Richtung, sondern in die Falterrichtung. Oh, oh. Wow, 23 Schaden, jetzt hätte es schnell zu Ende. Und wow, was für kritische Trefferwirkung. Okay, das war eine Schnapsidee, was ich da gemacht habe. So, braucht jemand von euch noch Lebenspunkte? Nein, doch, Moment, die da. Wir gehen mit der mal dahin. Ah ja, das passt so. Da. Na, was? Nein! Wollt ihr noch heilen? Ach, meine Güte, ey. Meine Güte, nee. So, wir gehen mit euch da entlang. Oh, jawohl. Und ansonsten, wenn ich jetzt langsam... Da man nichts finde, schneide ich die Scheiße raus und schneide es dann rein, wenn ich was finde. Und... Bis nachher dann. Yay, endlich die Silberkarte. Und der Lebensring, endlich, Marisa, gutes Kind. Metis Buch, endlich was zu lesen, während ich das Zeug ausbuddel. Und die Eklipse ist mein, danke Vanessa Line. Eklipse gibt's ungefähr hier zu finden. Das Buch, was ich eben hatte, in dem Bereich in etwa. Und das andere Teil eben in dieser Ecke. Doch wer wird Falter umbringen? Übrigens, tut mir leid, dass ich vergessen habe zu zeigen, wie ich den Axtmann umbringe. Hat die Naimi dann gemacht und hat ein Level-Up dafür gekriegt. Level 19 ist sie mittlerweile. Yay! Bis zum nächsten Mal dann. Ciao!